Das Hauptziel unseres Antrages Adipositas verstehen ist tatsächlich das Phänomen Adipositas biologisch, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene besser begreifen zu können. Und entsprechend ist unser Antrag eben auch dreiteilig: Adipositas verstehen, vorbeugen, aber auch behandeln. Das sind sozusagen die drei Ziele, die wir verbinden mit dem Projekt. Und wenn man jetzt nochmal von Adipositas her denkt, es geht uns darum, ein Modell zu entwickeln, aber vielleicht auch eines, was interessant sein kann für andere Erkrankungen, weil wir eben versuchen, den Körper tatsächlich als biosoziales Phänomen zu begreifen. Wir gehen also davon aus, dass Adipositas eine Erkrankung ist. Auch das ist nicht ganz klar und auch umstritten. Aber es ist tatsächlich so, dass wir die Mechanismen, die Ursachen der Erkrankung, die sowohl im biologischen, aber eben auch im gesellschaftlichen liegen können, noch zu wenig verstehen, um sie verhindern oder behandeln zu können. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive befassen wir uns ja nicht so sehr mit den biologischen Ursachen, sondern mit den gesellschaftlichen Gründen. Und es gibt da einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen Adipositas-Erkrankung und sozialer Ungleichheit in einer Gesellschaft. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind stärker betroffen als andere. Das hängt mit dem sozioökonomischen Status zusammen. Es hängt aber auch häufig mit der Wohngegend zusammen. Wie ist eigentlich der Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln geregelt? Wir haben relativ konkrete Vorstellungen, wie wir das Cluster und die gemeinsame Arbeit im Cluster nutzen wollen, um konkrete Ziele umzusetzen. Ein solches Ziel wäre, ein verständliches Modell der Adipositas-Entstehung zu entwickeln, auf dessen Basis wir dann eine Art Risikoscore entwickeln wollen. Und diesen Risikoscore würden wir sehr gern anwenden, um bei jungen Menschen, vielleicht schon im Kindergarten, zumindest im Schulalter, Maßnahmen zur Prävention der Adipositas direkt zu testen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass wir einen ganz klaren praktischen Bezug haben. Und ich glaube, das vereint auch unsere Interessen. Und gleichzeitig gibt es aber auch viele theoretisch interessante Fragen auf medizinischer Seite allemal, aber ich denke auch auf gesellschaftswissenschaftlicher Seite. Und für uns ist auch die Frage, wie wir überhaupt Körper konzeptualisieren und wie man eben wirklich diese Biosozialität des Körpers verstehen kann. Wie kann man genetische Faktoren einbeziehen und trotzdem ernst nehmen, dass Körper auch nach gesellschaftlichen Normen geformt werden, dass unser Umgang mit dem eigenen Körper sicherlich auch darauf basiert, dass wir bestimmte biologische Anlagen haben, aber gleichzeitig ist die Art, wie wir unseren Körper pflegen, wie wir essen und so weiter, so massiv sozial geprägt, dass man eben das eigentlich gar nicht trennen kann. Ich glaube, das unterscheidet sich ein wenig nach den Fachbereichen, die hier jeweils angesprochen sind. Unser Gedanke ist eben schon, das Angebot sehr breit in der Universität zu verankern, sodass eben auch Studierende der Soziologie die Möglichkeit haben, medizinsoziologische Ansätze kennenzulernen. Denn die Medizin spielt ja in der Gesellschaft, in der modernen Gesellschaft allemal eine sehr, sehr große Rolle. Und gleichzeitig ist aber der Gedanke natürlich auch in der Medizin, bestimmte andere Theorien, eben nicht rein naturwissenschaftliche, sondern auch stärker sozialwissenschaftliche Perspektiven einzubringen, um auch für die Studierenden, genau wie für uns selbst, eine größere Komplexität zu erkennen und auch möglich zu machen, diese zu bearbeiten. Gerade in den Naturwissenschaften und der Medizin muss man ja früh lernen, sich sehr, sehr einzuengen. Und das Cluster bietet sozusagen unseren Nachwuchswissenschaftlern, vielleicht auch Nachwuchsmedizinern, die einmalige Chance, den Horizont dahingehend zu erweitern, dass wir zunehmend besser begreifen, dass jede Interaktion, jede Erkrankung, jede spätere vielleicht auch Beziehung zwischen den Menschen immer eine ganz, ganz starke gesellschaftliche Ebene hat. Und das ist ein Aspekt, der bei uns in den Naturwissenschaften im Studium bisher zu kurz kommt. Und wir sehen mit dem Cluster die einmalige Chance, diese Lücke zu schließen.